Mit dem heutigen Video startet das Brookhaven Roleplay. Wir lernen heute Zack kennen. Er ist ziemlich schüchtern und ist mit seiner Familie neu in die Stadt gezogen. Brooke ist ebenfalls neu in der Stadt, scheint aber genau das Gegenteil von Zack zu sein. Aber wisst ihr was? Erzählen reicht da nicht. Ihr müsst sie kennenlernen, also viel Spaß mit der Folge. Hi, ich bin's, Zack. Ich weiß, mich kennt ihr nicht. Ich bin neu in Brook City, wie ihr hier sehen könnt. Also ich bin neu in der Stadt und ich freue mich wirklich da zu sein, aber ich... Also, falls ich nicht so viel rede, tut mir das leid, weil ich bin echt ein bisschen schüchtern. Und ich wollte mich eigentlich nur ein bisschen vorstellen bei euch. Also, wie gesagt, ich bin neu in der Stadt. Wir sind gerade mit meinen Eltern hier hingezogen und ja, also, ich... Wie geht das denn? Also, was sage ich da? Also, auf jeden Fall, also, wir sind jetzt neu hier hingezogen und ich muss ehrlicherweise sagen, also, es freut mich nicht wirklich, weil, also, ich hatte gerade in der letzten Stadt, wo wir waren, hatte ich einen Freund gefunden und, ja, jetzt mussten wir wegziehen, weil mein Vater hier einen neuen Job hat. Die sind auch gerade beide arbeiten, also, die arbeiten fast den ganzen Tag, damit wir auch, wisst ihr, immer genügend zu essen haben und so und auf jeden Fall, wir wohnen jetzt gerade hier in diesem Motel, weil, also wir konnten uns noch kein Haus kaufen, weil es ist doch ziemlich teuer hier in Brook City und ich glaube, dass wir uns hier niemals ein Haus leisten können und es ist aber überhaupt nicht schlimm, aber ich glaube, Freunde oder so kann ich hier nicht einladen, weil es ist wirklich sehr, sehr klein und es ist kaum Platz. Und mein Vater hat mir aber einen tollen Gefallen getan, der hat mir einen Computer gekauft, damit ich wirklich hier immer... Also, wenn ich Schulaufgaben und sowas habe, dass ich da wirklich immer meine Hausaufgaben machen kann. Und ich weiß, normalerweise können wir uns das nicht leisten, aber er hat das wirklich für mich getan und ich freue mich wirklich darüber, wie dem auch sei. Also, habe ich schon gesagt, dass ich Zack bin? Also, ich würde euch gerne mein Haus zeigen, aber so viel ist hier leider nicht. Also, wir haben hier, ich schlafe hier auf dem Sofa, meine Eltern haben hier ihr Bett, wir haben hier ein bisschen, wo wir uns entspannen können. Das ist unser Kleiderschrank und wie ihr sehen könnt, habe ich momentan nicht so viel Klamotten. Ich bekomme auch eigentlich kein Taschengeld, aber weil wir hier in die neue Stadt gezogen sind, meinte mein Vater zu mir, hey, hier, nimm einfach 2 Robux mit, da kannst du dir was kaufen und deinen Freunden, aber ich glaube, ich werde hier nicht so schnell Freunde finden, weil ich hatte schon in der letzten Stadt Probleme damit, aber hier in Brook City, glaube ich, wird es noch ein bisschen schwieriger, weil, naja, also... Ich habe zwar momentan ein Handy bekommen, wie ihr sehen könnt, aber es ist nicht wirklich das Neueste. Und ich weiß ja, viele legen auf sowas Wert. Und naja, also wie dem auch sei, also ich wollte euch heute mitnehmen, weil heute mein erster Schultag ist, glaube ich zumindest. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, heute ist der erste Schultag. Also ich habe zumindest hier einen Brief bekommen, wo drauf steht, dass ich zur Schule kommen soll, zur Brook City School oder Brookhaven School heißt sie, glaube ich, aber die Stadt ist Brook City, wo wir sind. Und auf jeden Fall, ich habe auch schon einen Stundenplan bekommen. Und ja, ich bin gespannt, in was für eine Klasse ich komme. Leider habe ich noch kein Fahrrad oder Skateboard. Vielleicht kann ich mir das nächsten Monat irgendwann kaufen und... Ich hoffe, mein Vater und meine Mutter finden neue Jobs, weil die Jobs, die sie jetzt haben, die sind, ich glaube, in der Nähe vom Wasser, in irgendeiner Firma. Ich weiß nicht, was sie da machen, aber auf jeden Fall haben wir ja zumindest einen Job. Also, meine Eltern. Vorher war das ein bisschen schwierig, aber ist überhaupt nicht schlimm. Ja, Hauptsache, ich, wie dem auch sei, ich mache mich jetzt auf den Weg zur Schule, okay? Wir treffen uns in der Schule. Ich freue mich so sehr auf meinen allerersten Tag in der Schule. Das wird der absolute Wahnsinn. Also ich habe mir ja schon ausgemalt, wie das so laufen wird. Ich habe mir meine Haare schon extra neu gefärbt und ich habe mir mein allercoolstes Outfit angezogen. Und ich bin total aufgeregt. Meine Eltern sind schon bei der Arbeit, aber ich freue mich so krass. Ich bin eigentlich richtig gut darin, neue Freunde zu finden. Und das werde ich heute hoffentlich auch wieder. Also in meiner alten Schule, ich komme aus New York City und in meiner alten Schule war das immer so, da hatte ich immer so eine riesengroße Clique, die alle mit mir rumgelaufen sind. Und hier wird das hoffentlich nicht anders. Das wäre mir so krass wichtig. Und unser Haus, das ist so der absolute Oberwahnsinn. In New York hatten wir nur so ein kleines Apartment. Also klein, was heißt klein? Das hatte, lass es 250 Quadratmeter gewesen sein. Aber gut, wir sind ja auch eine große Familie. Also meine Mama und mein Papa und ich. Also es sind ja 3 Leute und da braucht man eben auch ein bisschen Platz. Naja, auf jeden Fall haben wir dieses ultra krasse Haus hier in Brookhaven gekauft. Und
mein Zimmer ist der absolute Wahnsinn. Warum ist mein Zimmer der absolute Wahnsinn? Weil ich ein eigenes Badezimmer habe. Und ich habe außerdem hier einen Jacuzzi auf dem Balkon, auf meinem eigenen Balkon. Also der Balkon gehört meinen Eltern, weil das ganze Haus gehört ja meinen Eltern. Aber es ist gewissermaßen mein Jacuzzi. Und heute muss ich den ersten Tag in die Schule und ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Oh mein Gott. Also auf welches Fach freue ich mich am meisten? Ich freue mich eigentlich am allermeisten auf Englisch, natürlich auf Englisch, weil das kann ich nämlich ganz besonders gut. Und was finde ich noch gut? Geografie wäre auch toll, weil ich bin sehr viel rumgekommen. Das heißt, in Geografie bin ich wirklich eine Eins, wirklich eine absolute Eins. Und Sport, weil ich spiele seit ich 4 bin, nämlich Polo. Und deshalb sollte das eigentlich auch kein Ding sein. So, ich werde jetzt mal mit meinem Hoverboard in die Schule fahren, weil, naja, stylischer kann man ja da wohl gar nicht ankommen. Okay, auf geht's! Ich glaube, das ist das allerbeste Fahrzeug, was ich in meinem kompletten Leben jemals gesehen habe. Wuhu! Also in New York waren die Dinger immer nicht erlaubt, weil gefährlich und so, aber hier in Brookhaven, da stört sich da niemand dran. Und wisst ihr, was der allerkrasseste Zufall ist? Mein Name ist Brooke und wir wohnen in Brookhaven. Also ich meine, das ist doch wirklich ein Zufall, oder? Ist doch ein krasser Zufall, finde ich. Okay, da ist die Schule, da ist die Schule. Oh mein Gott. Und sie ist in einem wunderschönen lila Ton. Es sieht ja hammermäßig aus. Darf ich mit dem Hoverboard eigentlich nach drinnen? Ist das erlaubt? Ich glaube, ich lasse es mal lieber. Ich will nicht direkt Ärger bekommen. Okay, und rein da. Hello, Brooke ist da. Oh. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hallo? Wow, das ist ja echt eine krasse Da ist jemand. Hi, ich bin Brooke. Wer bist du denn? Schön, dich zu sehen. Hello. Hallo, Also, ich bin Brooke. Ich komme aus New York. Und wer bist du? Hi, ich bin Zack und... Hi, Zack. Sorry, ich muss einmal kurz runter. Runter? Oh, kennst du dich jetzt schon aus in der Schule? Weißt du, wo alle sind? Ist heute irgendwie Sportfest oder sowas, dass keiner in der Schule ist? Irgendwie ist keiner da. Jetzt ist nur diese Brooke da und... Hi! Also, ich habe ich schon gesagt, ich bin der Zack. Ja, das hast du schon gesagt, aber ist okay. Jetzt habe ich deinen Namen auch direkt gemerkt, weil manchmal, wenn mir nämlich jemand den Namen sagt, dann vergesse ich den sofort wieder. Ich bin manchmal ein bisschen Dusselchen. Aber danke, dass du es mir nochmal gesagt hast, Zack. Ziemlich cool. Wo sind denn die ganzen Leute hier? Das weiß ich leider nicht. Also, ich habe hier einen Stundenplan und normalerweise hätten... Also, hier bei mir steht, dass ich jetzt eigentlich Mathe habe. Zeig mal. Ja, ich glaube, der Mathe-Raum, also wir gucken mal. Hier steht Science. Ich glaube, das ist es. Ah, hier, also ich muss im Matheunterricht, aber es ist überhaupt keiner da. Also, es ist wirklich ganz komisch. Du hast auch Matheunterricht? Das erste ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe auch Matheunterricht. Das ist ja richtig cool. Okay. Math is. Also, wenn ich dich fragen darf, also bitte nicht böse sein, aber in welche Klasse gehst du denn? Ich bin böse. In die 8a. Und du? Ich bin auch in der 8a. Also... Cool! Oh mein Gott, dann sind wir ja direkt in der gleichen Klasse. Das freut mich riesig. Wo sind denn die anderen? Also, sind die auch so cool wie du? Oder, also, ich wie du sehen kannst, danke, ich bin neu... Danke, dass du mich cool findest. Ich finde dich auch echt toll. Ich bin neu in der Stadt. Cool. Ich auch. Das ist ja echt ein krasser Zufall. Jetzt wirklich? Also, wir hier beide rumhängen in der Schule alleine und ich bin neu in der Stadt und du bist auch neu in der Stadt. Ja, ich bin aus New York hergezogen. Oh, cool. Und kennst du New York? Ja, natürlich. Ist das da nicht ziemlich teuer? Ja, klar, es ist da teuer, aber das ist gar nicht schlimm. Also meine Eltern haben ganz gute Berufe. Also mein Vater ist hier Anwalt in Brookhaven und meine Mutter ist hier Ärztin in Brookhaven. Und in New York waren sie das auch schon. Deshalb ist das schon okay. Also uns geht's gut, aber ist ja vollkommen Ja, also meine Eltern haben auch richtig coole Jobs. Also ich glaube, mein... Cool, was machen deine Eltern Ja, also denn? Es kann sein, dass mein Vater auch Anwalt ist. Und cool, kann sein. Weißt du das denn nicht? Ich weiß es nicht, weil der ist immer so voll oft unterwegs. Weißt du, ich sehe den kaum und... Meine Mutter arbeitet, glaube ich, bei der Polizei. Ja, also die sind auch super wichtig und so. Und deswegen sind wir auch hier hingezogen. Und weißt du, in der alten Stadt, also ich musste voll viele Freunde verlassen. Deswegen bin ich ein bisschen traurig und ich muss kurz auf Klo, okay? Okay. Oh, das tut mir total leid. Ich habe auch voll viele Freunde in New York zurückgelassen, aber er wirkt ja richtig niedergeschlagen. Warum erzähle ich das? Oh mein Gott, warum erzähle ich das? Ich hatte doch gar keine Freunde. Also ich hatte einen besten Freund, aber warum mache ich jetzt einen auf cool? Oh mein Gott, und sie kommt aus New York und der Vater ist Anwalt und die Mutter Ärztin und... Oh Mann, die ist wahrscheinlich richtig reich und möchte mit mir nichts zu tun haben. Deswegen... Ich glaube, ich gehe wieder nach Hause. Die will bestimmt mit mir gar nichts zu tun haben.
Zack? Hey, Brooke. Zack? Also, hey, willst du vielleicht reinkommen? Wir können uns ja schon mal hinsetzen und uns schon mal die Bücher angucken. Das wäre ja gar nicht so ja, schlecht. Also wenn der Lehrer reinkommt, sind wir die, die am besten vorbereitet sind. Also ich habe mir mal die Bücher und so angeschaut und... Oh, also ich habe auch... Also ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ich soll wohl nach Hause. Soll ich mitkommen? Nein. Dann würdest du mir zeigen, wo du wohnst. Vielleicht wohnen wir ja voll nah beieinander. Das wäre ein heftiger Zufall. Nein, also du kannst mir ja zeigen, wo du wohnst vielleicht. Also dann kann ich dir sagen, ob ich in der Nähe wohne. Ja! Wahnsinnig coole Idee, ich habe ein cooles Haus, komm mit. Okay. Das wird super. Okay. Dürfen wir dann einfach so die Schule verlassen? Keine Ahnung, aber es ist ja keiner da und ich glaube, wenn ein paar Minuten niemand kommt, dann können wir gehen. Es wird sich schon jemand melden. Ansonsten sage ich meinem Vater einfach Bescheid, dass er das klären soll. Wie gesagt, der ist Anwalt, der macht das schon. Aber dein Vater ist ja auch Anwalt, also was erzähle ich dir eigentlich? Okay. Hast du auch ein Hoverboard? Wollen wir vielleicht zusammen mit dem Hoverboard fahren? Nein, ich habe mein Hoverboard zu Hause vergessen. Oh Mann. Oh, ja, das kann ich verstehen. Das passiert mir auch manchmal, dann stehe ich vor der Tür und dann denke ich mir, jetzt wieder reingehen wäre ja auch total blöd. Ja, stimmt, das ist mir auch voll oft passiert. Okay, dann laufen wir einfach beide. Es geht in diese Richtung. Okay, und also Brooke, so, also was hast du so in New York City gerne gemacht? Also hast du auch irgendein Hobby oder so? Ja, tatsächlich. Also ich spiele seit ich super jung bin Polo, falls du das kennst. Ist das nicht mit den Pferden? Ja, genau, das ist mit den Pferden und ich habe da halt auch eine eigene Ranch gehabt und sowas. Also nicht direkt in New York, das wäre schon krass. Also den Central Park konnten wir uns dann jetzt auch nicht leisten. Aber so außerhalb von New York hatten wir so eine kleine Ranch und da hatte ich meine Pferde und das war echt der absolute Knüller. Boah, also... Und was machst du so? Also, Polo wollte ich auch erst machen, genau. Aber ich habe mich dann doch gegen eine Sportart entschieden, weil, also... Ah, ja, weil, also die... Also, weil das ist ja, Sport ist so, ich möchte mich eher auf die Schule konzentrieren. Ja, das kann ich schon verstehen. Wohnst du hier? Kommst du? Wohnst du hier in der, warte mal, ist... Das ist mein Haus. Ist das euer Haus? Aha, das ist unser Haus, ist cool, oder? Das ist... Echt ganz nett geworden. Brooke, also, sorry, wenn ich dich das jetzt so frage, aber seid ihr vielleicht ein bisschen reich? Ja. Also, habt ihr viel Geld? Das heißt reich. Also, es geht uns gut. Also... Ja, doch. Also, ich bekomme eigentlich immer alles, was ich mir wünsche. Meine Mama sagt immer, mein Schatz, wenn du einen Wunsch hast, dann sag es mir einfach und du bekommst cool. es erfüllt. Ja, es ist bei mir genauso. Ich kenne das. Also, ich verstehe dich ganz gut. Hättest du was dagegen, wenn wir uns das Haus mal anschauen? Hä? Nein, natürlich nicht. Ich habe dich ja nach Hause eingeladen. Komm mit. Ja, also ich wohne leider nicht in der Nähe. Sorry, also ich wohne ein bisschen weiter weg. Da lohnt es sich gleich auch nicht hinzugehen für dich. Aber es gibt etwa noch eine bessere Gegend, um hier zu wohnen? Nein, ja, also die sieht eigentlich genauso aus und... Oh mein Gott, ist das ein großes Haus? Genau, also das wohnt ist das ihr jetzt Haus. In... Hier geht's in die Garage. Okay. Wohnt ihr jetzt... Ihr wohnt nicht in einem Zimmer, ne? Ihr wohnt im ganzen Haus, oder? Ja, natürlich. Ich habe auch nur Spaß gemacht. Genau, also hier ist das Schlafzimmer von meinen Eltern. Hier gehen wir am besten nicht rein. Okay, sorry. Dann ist hier das Badezimmer von meinen Eltern. Da gehen wir am besten auch nicht unbedingt rein. Wie? Also, okay. Aber hier nach oben ist das Wohnzimmer. Hier können wir uns eigentlich aufhalten. Hier ist unser riesengroßer Flatscreen. Der ist total cool. Den haben wir aus New York mitgebracht. Hier ist mein Computer. Da spiele ich eigentlich ganz gerne Spiele. Hier ist der Kamin. Ist das, falls es kalt ist und so, dann braucht man... Boah, ist das eure Küche? Ja, natürlich aber, ist das unsere Küche. Aber die ist, also ist unser Badezimmer ist es nicht. Aber warum hat man denn in der Küche sowas hier in der Mitte? Normalerweise ist doch der Ofen hier drunter, oder nicht? Nein, also das ist super unmodern. Ach so, also, ja, stimmt. ich wollte dich nur pranken. Ja. Also, aber ich kann das auch verstehen, also wenn du jetzt nicht so viel kochst oder so. Ja, also, genau, ich koche nicht so gern. Ich bin viel mehr im Garten, stimmt. Also, weil da haben wir auch so einen Pool und sowas. Ja. Also, willst du dir vielleicht was zu essen rausnehmen? Wir haben, es ist nicht so viel da. Es ist noch Pizza da und Energy Drink und Schokolade. Und Milch und... Oh, ein Donut habe ich gefunden. Oh, den lasse ich mir jetzt schmecken. Oh, Entschuldigung, aber ich liebe Donuts. Ja, ich liebe sie auch. Meine Eltern sagen, ich soll anderen nichts wegessen oder so. Das ist unhöflich. Nimm dir was zu essen, bitte. Ich habe einen Apfel. Ja, ich hatte von zu Hause einen Apfel mitgebracht. Apfel, davon wirst du doch nicht... Also, davon wirst du doch nicht doch, sagen. Doch, das, komm, das... Nimm doch bitte... Nein. Guck mal, hier Pizza. Wupp. Okay. Nimm dir ein Stück Pizza. Ich esse auch ein Stück Pizza.
Bist du denn sicher, dass, also, dass noch was... Nein, ich bleib beim Apfel, es tut mir leid. Ich bleib beim Apfel, okay? Ach, Zack, wirklich. Du kannst das Stück Pizza schon essen, das stört mich gar nicht. Ja. Ja, also hier, das ist so ein voll teures Bild gewesen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, warum meine Eltern das gekauft haben. Das ist einfach nur weiß. Ist das... Voll langweilig. Und wo ist dein Zimmer, wenn ich fragen darf? Ach so, mein Zimmer ist sowieso das Allercoolste. Komm mit. Okay, Leute, also, die ist ja super reich. Ich liebe bestimmt also mit mir befreundet sein. Also, meinst du, was hier oben? Kommst du, Zack? Ja. Okay, das ist hier oben und guck mal, wie cool. Ich habe einfach einen eigenen Jacuzzi auf dem Balkon. Auf dem Balkon? Warte mal, du siehst ja ganz Brook City hier. Yep. Und guck mal, wenn du dich hier reinsetzt, kannst du Blubberbläschen anmachen und dann blubbern die los. Darf ich da auch rein, oder? Ja, natürlich. Also, wir haben ja nur einen großen Pool. Whirlpool wollte ich nicht haben. Ah, das kann ich auch verstehen. So ein großer Pool ist auch gut. Und vor allem, wenn du halt nicht Polo spielst oder eine andere Sportart machst, dann kannst du auch in dem Pool viel schwimmen. Ja, stimmt, gehen, so. Stimmt, kann ich stimmt. Ja, okay. Du, also, die sind super reich. Ich glaube, die wird nicht mit mir befreundet sein. Du, Brooke, wir sehen uns morgen in der Schule, okay? Ich muss jetzt nach Hause. Oh, ich kann doch noch mit zu dir kommen. Zeig mir doch, wo du wohnst. Wie soll ich das jetzt mal? Also ich dachte, wir könnten vielleicht beste Freunde werden und dann könntest du mir dein Haus zeigen und so. Ja, wahrscheinlich bist du mein Haus. Und dann könntest du Brooke, einfach sagen, also ich hab, und dann könnte ich dich besuchen. Oh, Brooke, ich hab gerade ganz einen dringenden Anruf bekommen von meinen Eltern. Ich kann jetzt leider noch nicht nach Hause. Ich muss erst zu meinem Vater in die Firma oder ins Büro. Okay. Und wir sehen uns morgen in der Schule, okay? Okay, aber wenn irgendwas ist, dann sag Bescheid, dann kann ich dir auch helfen. Es geht hier raus, ja. Ja, okay. Und? Mach's gut, Brooke. Findest du raus? Ja, ich hoffe, ist ja wie ein Labyrinth hier. Oh Mann. Okay, dann ciao, Zack. Mach's gut, Brooke. Schade, dass er jetzt so schnell weg musste, weil eigentlich haben wir uns doch gut verstanden. Oh Mann. Gefällt ihm vielleicht mein Haus nicht? Ist es zu klein? Ich glaube, ich warte hier auf den Bus. Also, Brooke ist super nett, aber wenn sie erfahren wird, dass wir noch in einem Motel wohnen und eigentlich ziemlich arm sind und so. Und ich weiß, dass ich deswegen immer Probleme hatte in der alten Stadt, weil ich meine, dass sie sich über mein Handy nicht lustig gemacht hat. Das war schon ein Wunder. Und so, das Haus ist ja super groß und die scheinen super reich zu sein. Und ich glaube, ich werde ziemlich viele Probleme haben, hier in Brook City oder in Brookhaven neue Freunde zu finden. Und oh Mann, ich glaube, ich werde nicht so oft zur Schule gehen. Und ich glaube, ich bleibe zu Hause. Dabei ist sie super nett, aber wenn sie einmal erfahren wird, wo wir wohnen, im Motel und so, die wird doch niemals mit mir befreundet sein. Oder, Leute? Oder soll ich ihr vielleicht mal unser Haus zeigen oder unsere Wohnung? Also, ich schäme mich ein bisschen. Was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare und tschüss.